Herzlich willkommen in Finchys Welt zu einer neuen Ausgabe von Finchy zeigt euch was. Zuerst werdet ihr sicherlich denken, boah krass, was hast du mit deiner akkurat stylisch fetten Frisur gemacht, mit deinen super tollen Haaren? Ich habe sie abrasiert. Ich hatte irgendwie Bock, das mal zu testen, damit ich nicht immer zum Friseur rennen muss und habe mir so ein Ding geliehen und irgendwie, ich weiß noch nicht so ganz, was ich davon halten soll. Mal abwarten. Wie auch immer, heute habe ich ein Spiel für euch mitgebracht. Was ein bisschen so ähnlich ist, ihr kennt mit Sicherheit alle Happy Wheels oder auch Trials, Trials Revolution, was es da alles so gibt, quasi ein Trial and Error Geradeausfahrspiel mit Hindernissen. Ihr wisst, was ich meine. Das Ganze nennt sich Snuggle Truck und ist ja nicht ganz so brutal und nicht ganz so blutig wie Happy Wheels oder auch Trials, sondern ist wohl auch was für Kinder. Denn wir spielen in Snuggle Truck einen Truck, wer hätte das gedacht, der ist beladen mit Stofftieren, die man in den Zoo fahren muss. Und diese Stofftiere dürfen natürlich nicht rausfallen hinten. Das heißt, man hat dann noch so eine weitere Schwierigkeit eingebaut mit diesen herausfallenden Tieren und so. Und ich würde sagen, wir gucken das einfach mal an. Wir gehen heute mal auf Select Level. Ich hab das hier voll laut auf den Kopf hören. Ihr seht schon, das Menü ist auch, wer Happy Wheels kennt, der weiß, dass das ungefähr gleich aufgebaut ist. Ich habe hier schon ein bisschen gespielt. Wir gucken uns einfach mal hier so ein Level an. Play Level. Wir gucken mal, was ich da reißen kann. Vollgas. Wir steuern das Ganze halt auch einfach mit den Pfeiltasten. Vor und zurück ist Gas geben und Bremse. Ist auch oft runter. Und rechts und links ist halt nur ein bisschen balancieren. Hey, Fuzzi. Ja, gib Gas. Oh nein. Und diese Fuzzis, die da rausgeflogen kommen, das sind halt irgendwelche kleinen Tiere, die da rumgeschossen werden. Ich habe den Elefanten verloren. Oh nein, ich habe den Elefanten verloren. Die werden halt rausgeschmissen und man muss versuchen, die mit der Ladefläche halt aufzufahren. Da bekommt man noch Zusatzpunkte und sowas alles. Ich finde das ganz knuffig da, wenn man sich diese Viecher mal anguckt. Die gehen auch schön vor und zurück. Oh Gott, das fährt mir hier durch die... Na, ach du Scheiße, alle verloren. Nein, das Einhorn, den Hasen, alle weg. Ja, Vollgas. Wobei ich sagte eben, es ist auch für Kinder geeignet. Ich bin mir noch nicht sicher. Also ich habe es noch nicht so weit gespielt, aber es kann natürlich sein, dass im späteren Verlauf da Levels kommen, wo die Viecher dann noch aufgespießt werden und so ein Kram. Ich weiß es nicht. Ach man, das ist doch kacke. Nochmal. Es gibt ja auch dann später Community-Levels. Was heißt später? Die kann man dann spielen oder man kann auch selber Levels erstellen und die online stellen. Komm, den fange ich wieder ein. Sehr gut, sauber. Na. Komm rein, Teddy. Da ist eins. Nein, das ist hinter dem Wagen gefallen. Yeah. Subrailway war das. Das Ganze gibt es bei Steam für, ich glaube, 4,99 € habe ich das gekauft. Ist halt ein nettes Spiel für zwischendurch, wenn man nicht immer so ein Happy Wheel Gemetzel Blutkram haben möchte. Ist das hier eigentlich ganz lustig. Oh Gott, ich habe nur noch zwei Viecher hinten drin. Das ist ja toll. Na, Stein. Zwischendurch gibt es auch immer mal so Power-Ups. Ich weiß nicht, ob jetzt hier gleich eins kommt oder so. Das sind halt so Raketen, die man zünden kann, dann ist man ein bisschen flotter. Wenn man die aber zündet, dann kommt hinten auf der Ladefläche so ein, ja, so ein Schutz drüber, dass halt die Tiere nicht rausfallen, weil das wäre ja zu krass dann. Da so. Wir gehen mal über zu den Medium-Levels, weil die werden schon ein bisschen schwieriger dann. Ich bin mal gespannt, ob ich jetzt hier voll abkacke. Oh Gott, geht's schon los. Vollgas, juhu. Ah Gott. Ach du Scheiße. Da ist ein Fuzzi. Hey. Kommt alles schön rein. Ah nein, ich bin kaputt. Was ist denn das? Doof. Oben rechts sieht man auch, wie weit man fortgeschritten ist in, auf der Map. Der jeweiligen Strecke. Ich versuche hier mal möglichst schmeidig heil durchzukommen. Fuzzi! Yeah! Oh, oh, nein, komm, weiter! Ah.
man ist immer, wenn man sowas spielt und man nimmt sich dabei mit auf oder macht es als eine Art Let's Play, ist man immer dazu verleitet, hier irgendwelche so Geräusche zu machen wie ah, und oh, no. Furchtbar. Ich mache sowas nicht gerne. Aber es bleibt mir nichts anderes übrig. Yay. Komm. Jawohl, ich habe immerhin ein Tier ins Ziel gerettet. Hm. Finchi ist der Tierretter. The kick is up. Level not play. Ja klar, nein, nicht more. Ich will hier play level. Bevor ich irgendwelche Community-Sachen anfange, die wahrscheinlich voll krank sind, möchte ich natürlich erstmal hier diese Standard-Levels durchspielen. Yeah, ich habe eine Rakete. Woohoo. Wie E.T. über die Bäume. Ach, Scheiße. Nein, es ist noch der Elefant und das Krokodil ist rausgefallen. Ich werde irre. Oh Gott, und der Hund und das Schaf. Und vorher das Fuzzi auffangen. Nein, es hat nicht mehr gereicht. Schade, schade, schade. Ich habe nur die Bronzemedaille bekommen. So was blöd. Der Kick ist ab. Ah, das war das ja von gerade, ne? Oder? Wir spielen mal Old Country. Was sehr lustig ist, wenn man hier Tipps anfordert. Wo ist denn das jetzt? Kann man das hier? Klick. Nein. Saved Levels. Welcome to the Level Portal. Hier findest du die neuesten und bekanntesten Community Levels. Ja, habe ich ja gesagt. Lass mich dir ein bisschen herumführen. Und zwar hier unten dieser Typ, den ihr seht, das ist Old Bird Einstein. Ja, ich möchte hier, nein, ich möchte aber jetzt eigentlich wieder zurück. Okay. Click anywhere to continue. Ja, machen wir. Have fun. Ja. So, dann gucken wir mal. Top Rated Levels. Was haben wir denn da? Wild Challenge. Versuchen wir das einfach mal. Jetzt geht es bestimmt rund. So, Community Levels sind immer mega asozial. Okay. Hier ist natürlich auch ein bisschen Treibsand und Matsch und so. Oh, oh. Ach du Scheiße, was ist das denn? Das ist ein Baumstamm? Komm, drüber. Drüber. Oh Gott. Drinnen sitzen bleiben, bitte alle anschnallen. Dankeschön. Der Captain. Nein, das Krokodil schon wieder. Jedes Mal geht das Krokodil drauf. Warum? Teddybär, kommst du wieder an Bord? Dankeschön. Ja, was habe ich für Sterne bekommen? Gar keine, doch. Bronze. Ach nee, ich habe gar keine bekommen. Für die nächste Medaille müsste ich jetzt dann halt noch ein Tier mehr mitbekommen. Ja, ich mache noch irgendwie... Was haben wir denn da? Wer war noch eben hier? Top Rated Levels, ja, komm bitte. Wir machen noch eins. Easy but hard, okay. Fast and slow. Hot Wheels. Hot Wheels hört sich interessant an. Wir spielen mal Hot Wheels und danach war es das auch wieder. Ich denke mal, das reicht dann auch, um so ein Spiel zu zeigen. Denn es ist ja jetzt nichts Weltbewegendes. Sowas ist dann ja als Let's Play eigentlich ganz gut geeignet. Vollgas. Juhu! Wow. Fett. Ist das Crank oder was? Und das ist natürlich praktisch, wenn ich jetzt hier diese Rakete zünde, bin ich nicht direkt flott, sondern, oh mein Gott. Das war ja gemein. Das war ja voll gemein. Aber ich glaube, ich bin gut durchgekommen. Oh, sogar Silber. Oh, Speedrun sogar. Na, für die Goldmedaille müsste ich dann 7 weitere. Okay, habe ich so viele verloren? War mir gar nicht bewusst. Naja, wie auch immer. Ich denke, ich hoffe, ich sehe nicht zu bescheuert aus. Ich hoffe, ich konnte euch einen kleinen Einblick in Snuggle Truck geben. Für 4,99 Euro für ein bisschen zwischendurch rumzuheizen mit so ein paar bekloppten Tieren, lustige Musik und
beknackte Sounds und Community-Level, die ja wahrscheinlich nie aufhören. Da gibt es so viele, die man da spielen kann, mit Sicherheit. Lohnt sich, also finde ich. Ich fand es ganz cool. Wie findet ihr das? Überhaupt mögt ihr Happy Wheels? Ich finde Happy Wheels im Prinzip nicht so schlecht. Oder auch Trials, aber es ist einfach tot Let's Play bei YouTube. Jeder Depp im Prinzip macht so ein Let's Play dazu und zeigt, wie er da abkackt und dann sich die Gliedmaßen abtrennt bei Unfällen und so ein Gedöns. Da finde ich das hier mal eine ganz nette Abwechslung. Naja, so viel dazu. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich bin raus. Tschüss. Frisur.